So, der Weekly Vlog wird wahrscheinlich wieder anders wild. Also wir sind hier in den Urlaubs, also heißt Urlaubsvorbereitung. Wir haben eine Veranstaltung unten mit Forever in Cannes, Südfrankreich. Und hier sind wir gerade am alles vorbereiten, beziehungsweise Wohnung putzen, Koffer packen. Jenny war schon mega fleißig, hat auch die ganzen Pflegeutensilien, ach, alles irgendwie schon alles eingepackt. Gerade eben habe ich das Futter für den Harrison geschreddert. Genau. Hier liegt einiges noch im Gang rum. Genau. Putzi Putzi ist noch angesagt, weil du kannst das Haus nicht verlassen, wenn es nicht gereinigt ist. Ansonsten noch zum Opa. Dies und das. Heute einen Haufen Uploads gemacht, schon für nächste, die kommende Woche. Da ist schon einiges hochgeladen. Ein Podcast fehlt uns noch, den müssen wir noch aufnehmen. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen, weil viel wichtiger ist es jetzt gerade, hier alles auf Vordermann zu bringen. Genau. Hast du noch was zu sagen da hinten? Nö. Wahrscheinlich nicht. Nö. Hallo. Ciao. Da die Woche eh vollgepackt ist und noch voller sein muss, gehe ich jetzt runter in den Garten und gehe mal schön gepflegt mit dem Rasenmäher über den Rasen, weil wenn ihr kommt, habe ich keine Lust auf irgendein Chaos. Und deswegen gehe ich jetzt Rasenmähen. Mal gucken, ob ich das ganze Grundstück mache. Ich glaube eher nicht, aber auf jeden Fall unseren Hauptteil. Ja, let's go. So, ich hab kurz einen Überblick, so sieht es aktuell aus. Viel zu viel. Ja, nee, hier oben ist auch wieder zu viel. Ab, ab damit. So, fast fertig. Nur noch überall so die Kanten machen. Drüben, hier, hier, hier. Da. Ja, alles, alles, was so ein bisschen noch wild aussieht. Aber der Boden ist halt so schepp, ne? Überall Wölbungen. Sieht man das hier? Da gucken wir mal, wie der View von oben ist. Das sieht schon anders aus. So, good morning. Tag der Abreise nach Cannes. Also nach Südfrankreich. Bin hier mit dem kleinen Chef unterwegs. Jawohl. Machst du noch deinen Moonwalk? Nee, doch nicht. Ich habe gestern noch aufgeladen, mehr oder weniger. Heute müssen noch vereinzelt die Kosmetiktasche mit rein und das ganze Elektrozeug. Also, ja, sag mal, das Laptop, dies, das, alles, was wir brauchen, Ladegeräte, Gimbal, bla bla bla. Und ja, dann sind wir auch schon fast gut to go. Ich muss mich nur noch fertig machen. Ich habe viel zu wenig gepennt. Aber das ist auch irgendwie klassisch, dass ich dem Tag, beim am Tag oder den Tag davor, vor der Abreise, den Vortag, irgendwie alles geschafft bekommen will und dann der Schlaf zu kurz kommt. Aber ich fühle mich fit. Jetzt noch schnell die Morgenroutine durchziehen und los geht's. Ich glaube 12 Stunden, 11 Stunden Fahrt sind angesagt. Es ist noch nicht so viel passiert diese Woche hier im Vlog. Aber es ist halt eben so, wie es ist. Haben viel vorbereiten müssen. Das Leben passiert jetzt dazwischen auch. Du hast halt immer die Kamera parat. Oder jetzt auch hier das Handy zum draufhalten. Naja, die Sonne, schön. Und noch einmal, ne? Und noch mal. Alle, die sich jetzt beschweren über das Wetter. Ich höre euch in ein paar Wochen, wenn ihr euch dann wieder darüber beschwert, wie kalt es ist. Ne? Dann lieber warm. So, mal ein kleiner Zwischenstopp. Also, hi Harrison. Wir haben Frankreich durch. Keine Ahnung, wir hätten uns mal vielleicht die Route vorher anschauen sollen. Jetzt hat er uns, ich glaube, ein kurzes Stück schickt er uns jetzt durch die Schweiz. Ach, du musst doch die Kosten aufschreiben, weil wir haben einmal 4 Euro Maut aufgeschrieben in Frankreich. Jetzt 48 Euro für die scheiß Vignette. Das ist eine Jahresvignette. Ja, du kannst irgendwie, keine Ahnung, vielleicht gibt es was anderes, aber ich habe nur die Jahresvignette. Ich glaube, der schickt uns jetzt noch über Italien. Ja. Also ich bin gespannt, wie die Reise wird, wie der Roadtrip hier wird an der Stelle. Und ich muss sagen, ich müsste eigentlich nur dringend auf Toilette Wasser lassen, weil da sagt die Dame rechts neben mir, oh, ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch. Jetzt ja, aber vor allem ist hier jetzt mal gar keine Raststätte. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Weg. Ein Mann braucht hier Raststätte. Also, ja dann. Also wir sind jetzt gleich auf dem Weg nach Italien. Also ich vermute, also. Ja, ja. Und dann geht es, glaube ich, wieder rüber nach Frankreich. Also 666 Kilometer ganz genau in dieser Minute haben wir noch.
Laut Navi sind wir 19.16 Uhr da. Es gab ein bisschen Verzögerung an der Grenze. Ja, wir haben also einige rausgewunken. Ja, wir sind mal gespannt, wie das alles so wird. So, ich will mal sehen, ob ich euch die Schweizer Berge zeigen kann. Die Schweiz. So. Ja, jetzt sieht man es. Die Schweizer Berge. Ja, also wir fahren doch länger durch die Schweiz, weil die Route ist nämlich durch die Schweiz, also bis an Comer See runter, durch den Gotthardtunnel an Mailand vorbei, also wirklich durch Italien, kommen wir dann von hinten rum über Monaco, Nizza nach Cannes quasi, genau. Aber ich frage mich echt, warum wir uns so schick jetzt fahren. Ich weiß es nicht. Weil da hat ja, als wir losgefahren sind, hat er ja angesagt, es gibt Störungen hier, Störungen da, aber so großflächige Störungen. Schön. Und wir müssen mal später checken, wenn wir wieder Internet haben. Genau, weil wenn du keinen Datentarif hast, in der Schweiz ausschalten. Ja, kostet bei uns 23 Cent pro Megabyte. Meine Mutter hat aber einen Vertrag, da kostet es nichts. Also je nach Vertrag. Und wir haben gerade für... Okay. So viel Kaffee, also ihr seht es hier unten, 8 Franken bezahlt. Also ein Kaffee und ein Cappuccino, wohlgemerkt. An einer. Ich würde gerne wissen, also ich habe jetzt hier keinen Wechselkursrechner, weil wir haben das Datenvolumen natürlich ausgemacht. Aber später gucke ich mal, was das für ein Preis ist. Krass. Und ich bin total begeistert, weil ich hatte heute Morgen noch die glorreiche Idee, mir bei Netflix Bridgerton runterzuladen, weil nachdem jeder gesagt hat, guck Bridgerton, habe ich gedacht, okay, ich muss es mir doch mal angucken und habe die erste Staffel wirklich komplett durchgesuchtet und habe jetzt gedacht, ich probiere mal diese Herunterladfunktion bei Netflix und das habe ich jetzt tatsächlich gemacht und habe mir hier ein eigenes Konstrukt gemacht, hier die Klappe, das iPad so drüber gehangen. Und bin hochbegeistert, dass ich jetzt während der Fahrt Bridgerton weitersuchen kann. Hochbegeistert. Echt alt, Estate muss sein. Was hast du noch? Meine Mutter Cappuccino. Achso, gibt's hier Süd. Wie war's bisher? Natürlich, wenn wir in Italien sind, erstmal eine Espresso, auch wenn er jetzt aus dem Wasser ist. Und Estate. Aber ich bin enttäuscht, weil Cucciolone ist ausverkauft. Ist fertig, oder? So. Wir haben jetzt noch 400 Kilometer oder sowas, ne? Hallo. Ah, ja. Ja. Genau, aber also ich mache hier die Tür auf. So, auf der Suche nach Cucciolone. So, 347 Kilometer bis zum Ziel. Stau. Wir sind hier gerade in der Region um Mailand, Milano. Lässt er mich rein, der Bratte. Nächster Autogrill. Wo laufst du hin? Komm, dann fahren wir vor. Ich habe dennoch das Gefühl, dass wir wieder falsch sind. Eigentlich wollten wir zu diesem Autogrill. Hallo? So, Cucciolone gab es nicht, aber es gibt ein Fake davon. Mal gucken, ob ich, solange wir in Italien sind, noch Cucciolone finde. Das ist ein Sandwich-Eis. Ja. Nächste Station. Was ist das? Für einen Hund, Biscotti alla Menta. Wieder. So, wieder die falsche gekauft, aber sie erfüllen ihren Zweck. Die Pocket
Rocket Pocket Moket, was weiß ich, zum Trinken statt zum Essen. Einmal rein. You see this boy? Juden. Trinkfertig. Jenny hat jetzt hier wieder ein Special Treat rausgeholt hier. Cornetti. Was ist das gefüllt? Mit Nougat und mit Vanille, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Vanille. Ich weiß nicht, ob sie Jenny mitfilmt, aber hier fängt quasi auch schon das kleine Highlight an. Mit einer eigenen Garage. Hier geht's straight on the streets und links runter. 200-300 Meter sind wir direkt auch im Ortskern von Cannes. Und da schließt sich hier auch schon quasi das erste Apartment. Bei uns ist es aber allerdings hier drüben die Richtung. Hier geht's hoch. Ja. So, Garage, Dibble, Double, Dibble, Double, hier hoch, zack, Horizon. Und dann das Entree. Hallo. Ich mach mal kurz zu, dass die geilen Franzosen da reinlurken. Genau, also hier quasi erstreckt sich der Living Room, Wohnbereich. Wie kleine TV, Netflix, YouTube, alles mit dabei. Aber hier wird Jenna nächtigen. Genau, dann geht es weiter hier. Gehen wir erstmal in unsere Gemächer. Was haben wir hier alles? Ist echt schön eingerichtet, ne? Mhm. Mit Aircon. Oh, separat noch. Super. Ja. Hier ist locked, hier ist nichts drin. Dann haben wir hier eine kleine Küche. So pantry-mäßig. Der Harry ist immer gerade in der Dusche drin. Bitte? Ja. Hast du schon was gemacht in der Dusche? Nee. Aber er war in der Dusche. Guck, jetzt geht er wieder rein. Was macht denn da? Harrison, staratisch. Ja, wie gesagt, Toploader-Waschmaschinen. Ja, alles dabei. Ich alles der am Start. Geduscht werden. Oder vielleicht ist ihm warm. Genau, also ich würde mal sagen, alles in allem. Echt ganz nice. Oder? Schick. Was sagt ihr, Frau Schies? Schön ist das. Oh. So, und die Reise startet Richtung Filmfestspielhaus hier in Cannes. Wir haben es ja gestern abgecheckt so ein bisschen. Wegen den Parkmöglichkeiten nicht ganz so toll. Deswegen. Deswegen laufen wir zu Fuß, das sind ca. 15 bis 20 Minuten zu Fuß. Das ist alles machbar. Und dann sehen wir unterwegs auch noch so ein bisschen unsere Gegend. So, ein paar Impressionen aus der Gegend. Wir sind ziemlich zentral gelegen sogar. Und hier vorne hast du so einen kleinen Tante-Emma-Laden. Ein bisschen Fast-Food, dies, das, wenn du browst. So. Im Prinzip ist man nur noch hier vorne links und dann nur noch geradeaus. Dann sind wir eigentlich auch schon am Filmfestspielhaus. Heißt das so? Ja. Filmfestspiel. Alter, wir laufen hier echt querfeldein. Hier rüber, da rüber. Bienvenue, Cannes, Forêt de Livigne, hier in Frankreich. Shop wollen wir immer bestellen, ne? Der Online-Shop quasi jetzt hier mal vor Ort in. Der französische Online-Shop. In physischer Form. Also Merchandise. Ne? Und hier vor Ort kann man jetzt noch quasi Vorratsprodukte kaufen. Und hier auch die neuen Flaschen. So, sind wir mal gespannt, was es hier gibt.
was es für ein Training gibt. Ja, guck mal, hier sind die Toilette. Auch immer gut zu wissen. C'est pas une personne qui m'a dit écoute, j'ai pensé à toi parce que tu was posting every single day mom post, yeah, pictures, just pictures. I said I like Instagram because I will show only pictures. Ich suche die Jenny, sie geht nicht ans Telefon und hier ist er mitten im Shopping Mall. Kreisen gehen heute, ja? Aber kreisen gehen. Ja, ich, ne? Das sehe ich mich. Wie hat dir das Training bis jetzt gefallen? Heute? Ja, das sind ja fantastisch. Mit ihren Alpen, die Bergischen Alpen. Absolutely amazing. Was hast du so mitgenommen? Ja, dass ich dich nochmal frage, was es mit den Giveaways auf sich hat. Giveaways? Da buchst du dich rein in Giveaways, die verlosen dann eine Playstation oder ein. Da waren wir das letzte Mal. Das ist so krass, da sind auch als mit dem Ei da ist. Das ist Review. Hey, ja, Food Review. Ich habe gedacht, dass das mit untergerührt ist, das Ei. Kai und sagt Tu. Hab ich auch aus dem Mai, ich hab uns gehalten. Tu. Ich hab dir aus Kai. Tu. Machst du mal 5 Kugeln. I want you to think about what you were doing 27 years ago. Well, these guys started as country managers in the Czech and the Slovak Republic, probably back when it was Czechoslovakia. I'm not sure when that changed, but I'd imagine that's pretty close. So so, Veranstaltung ist vorbei. Wir waren kurz zu Hause, den Mali holen. Und jetzt treffen wir uns wieder mit den anderen. Ja, und aber so du musst auch mal erklären, der heißt St. Mali, der heißt Harrison, aber Mali heißt auf Kroatisch klein. Ja, kleiner sozusagen. Genau. Jetzt gehen wir zu den anderen. Warte mal, Fernsehen, wie geht es an, wo kommst? Ich kann ja nicht mitbekommen, deswegen gehen Sie da ja gerade hin. Danke. Bella. Sie. Ego, immer dann. Danke. Ja, danke. Können wir mal offen.